Aber das heißt, wir haben jetzt mit dem ersten Video, mit der ersten Serie, einfach von 0 Euro Euro each gemacht. Ach, geil, Mann! Geil, 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 geil! Was unglaublich ist, ich konnte mir das nie vorstellen. Hey, was geht? Ich bin Mio, herzlich willkommen. Heute nehme ich euch mit auf mein allererstes Abenteuer auf Willhaben. Willhaben ist vergleichbar mit eBay Kleinanzeigen in Deutschland, nur ist Willhaben nur in Österreich und dort kann man über tausende gebrauchte sowie neue Artikel kaufen und verkaufen in Form von Kleinanzeigen. Meine Mission ist es, Willhaben quasi durchzuspielen. Ich will versuchen, auf Willhaben auf alle verschiedenen möglichen Arten Geld zu verdienen. Das heißt, ich werde irgendwo arbeiten, ich werde vielleicht einen Garten ausräumen, ich werde beim Umzug helfen, ich werde Artikel flippen, also Reselling betreiben. Alles, was ihr euch vorstellen könnt, ich will alles mal ausprobieren und schauen, wie viel Geld man damit verdienen kann. Das heutige Video ist Teil 1 einer großen Serie und heute ist das Ziel, aus 0 Euro das erste Geld zu verdienen. Mal schauen, wie viel dabei rumkommt. So, als ersten Schritt habe ich angefangen, mich zu informieren, wie man überhaupt mit Reselling Geld verdienen kann. Das heißt, welche Taktiken gibt's, wie handelt man da am besten, welche Produkte laufen gut, zum Beispiel Nintendo-Produkte oder gebrauchte Fahrräder, Mountainbikes. Worauf muss man achten, wie funktioniert das Ganze? Dazu habe ich mir ganz, ganz viele Videos reingezogen und habe mich einfach mal grundsätzlich informiert über das Thema und intensiv damit beschäftigt. Dadurch, dass ich mit 0 Euro starte, habe ich angefangen, die Zu-Verschenken-Liste bei Willhaben durchzuschauen und immer stündlich bzw. immer, wenn ich kurz Zeit hatte, da reinzuschauen, zu aktualisieren, ob irgendwas Gutes dabei ist. Und schon nach einem Tag war es soweit, ich habe das hier gefunden. Leute, ich kam gerade aus der Dusche, habe mich kurz hingesetzt und habe die Zu-Verschenken-Liste durchgeschaut bei Willhaben und ich glaube, ich habe einen mega geilen Fund gefunden. Ich freue mich gerade extrem, ich bin richtig hyped. Das Bücherregal mitsamt Büchern kann ich morgen abholen. Ich habe schon was ganz Spezielles damit vor. Dazu gleich mehr. Schaut mal, wie viele Bücher das sind. So, um das Ganze zu reservieren, habe ich dann direkt mal dort angerufen. Hallo? Hallo, ich bin's Mio von Willhaben. Wir haben kurz geschrieben wegen dem Regal. Wegen der Bücherwand, gell? Genau, genau. Wir haben dann kurz Adresse und sowas besprochen und haben für den nächsten Tag einen fixen Termin ausgemacht. Okay. Gut, passt. Super, okay. Vielen, vielen Dank. Adresse, gell? Okay. Top, danke schön. Bis morgen. Okay, gut, tschüss. Ciao. So, das Treffen steht. Ich habe die Zeit genutzt und habe weiter die Zu-Verschenken-Liste im 22. durchgeschaut und habe dort Umzugskartons gefunden, die zu verschenken waren. Was mega, mega praktisch ist für die Bücher. Wir haben da eh Kartons gebraucht, wo wir die ganzen Bücher reintun. Läuft also alles ganz gut. Ich bin richtig gespannt, was da morgen dabei ist. Kann natürlich auch sein, dass es ein absoluter Griff ins Klo. Wir werden sehen. Moin Meister! Haben wir es abgeschickt? Hey! Hau rein! What's wrong with you? Okay, nochmal. Steve, Bro! So, wir haben jetzt zwei Termine im 22. Als allererstes gehen wir die Umzugskartons abholen, die es zufälligerweise da auch zu verschenken gab. Und dann holen wir das große Regal. Ich bin aufgeregt, ich freue mich drauf, mal schauen, was drin ist. Vielleicht ist auch gar nichts. Heute machen wir Millionen, Bro, ich sag's dir. Vielleicht machen wir auch keinen Cent, aber mal schauen. Der Marc! Jawohl! Es lief wie am Schnürchen, es hat alles gepasst. Wir haben dann jetzt auch noch die praktischen Umzugskartons bekommen für 0 Euro, die wirklich nicht weit weg waren. Wir sind, glaube ich, 15 Minuten länger gefahren, um die abzuholen. Und dann standen wir da vor diesem riesigen Regal. Es war wirklich, es war viel größer, wie wir uns vorgestellt haben. Und wir dachten einfach nur, wie zum Teufel wollen wir dieses riesige Regal ins Auto bekommen. Es war eigentlich direkt absehbar, dass das Regal keine Chance hat mitzukommen. Wir hätten das auseinandersägen müssen oder was weiß ich. Deswegen haben wir gesagt, wir nehmen nur die Bücher. Dann haben wir angefangen, die Bücher auszuräumen und haben Karton für Karton gefüllt. Das waren wirklich unglaublich viele. Und ich glaube, als wir den letzten Karton voll hatten, waren noch zwei Bücher oben, die wir dann noch oben drauf gepackt haben, sodass es gerade so gepasst hat. Das Auto war randvoll. Ich würde sagen, so nach einer halben, dreiviertel Stunde waren wir damit fertig. Überhaupt nicht anstrengend, aber schaut mal, das ganze Auto ist voll, wirklich. Ich hoffe, es lohnt sich, weil es anstrengender als gedacht. So, Max, danke, Alter, ja, fürs Helfen. Wir haben jetzt alles drin, das ganze Auto ist voll. Wir haben uns jetzt
geilerweise noch direkt den nächsten Job ausgemacht. Und zwar haben die uns gleich gefragt, weil wir so fix auf den Beinen waren, ob wir am Sonntag gleich nochmal helfen kommen wollen. Die ziehen nämlich um und räumen das ganze Haus leer. Da haben sie uns jetzt 30 Euro angeboten die Stunde. Und dann können wir am Sonntag gleich nochmal denen helfen gehen und auch nochmal ein bisschen Geld auf die Kralle machen. Also läuft doch ganz gut, würde ich sagen. Okay. Willst du noch was sagen? Ja, Road to 1000 Euro will haben. 1 Million. Zur Rolli. Die Freude über die ganze Beute, die wir jetzt gemacht haben, hat ehrlich gesagt nicht so lange gehalten. Als wir dann angefangen haben, die ganzen Bücher bei uns in die Wohnung hochzuschleppen, den ganzen Eingang vollgestellt haben. Ihr hättet auf jeden Fall die Gesichter von meinen Mitbewohnern sehen sollen. Kam so der Gedanke hoch, holy shit, wie kriege ich diese ganzen Bücher los? Was mache ich damit? Ich mache mal ein kurzes Stimmungsbild, wie es hier aussieht. Angenehme Klingel. Momox, please save me. Wir haben von dem Typ noch diesen Teppich bekommen. Der sieht eigentlich echt nice aus. Den Teppich habe ich dann auch auf Willhaben gestellt. Den habe ich im Endeffekt für 70 Euro noch verkaufen können. Meine erste Überlegung war ja mit Momox. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist eine App, wo man Bücher einscannen kann und einfach im Karton wegschicken kann und bekommt dann Beträge zwischen 15 Cent und manchmal so bis zu 8 oder 10 Euro pro Buch. Und mir ist auch gefallen, dass die meisten dieser Bücher so alt waren, dass sie gar keine ISBN mehr hatten. Das heißt, so langsam wurde mir so ein bisschen mulmig und ich dachte so, oh shit, wie zum Teufel kriege ich die Bücher weg? Jetzt kommt noch ein kleiner Einschub zu dem Sonntag, an dem wir denen noch beim Umzug geholfen haben. Da haben wir einfach ein paar größere, sperrigere Sachen schleppen müssen, die sie selber nicht tragen konnten. Das Ganze ging so insgesamt 2 bis 3 Stunden. So, Friends. Wir haben 100 Euro bekommen. Jeder. Nein, wirklich, wir haben einen Glücksfang gemacht. Die zwei, die sind unglaublich sympathisch, wirklich. Wir haben uns dann auch noch mal mit denen unterhalten, ein bisschen geplaudert. Das war echt nett. Und die haben sich gefreut, dass wir ihnen geholfen haben. Wir haben uns gefreut, dass sie uns geholfen haben. Und wir haben jetzt den Kontakt und wenn es wieder was ansteht, dann melden die sich und dann helfen wir denen vielleicht öfter. Haben wir sonst auch in dem Projekt Mio, die eigentlich komplett weitergeholfen. Ja, absolut. Das haben jetzt einfach vorbei alles. Video beendet. Wir haben genug Geld. Also von 0 auf 100, die Challenge ist auf jeden Fall erreicht. Es ging schnell und jetzt schaue ich, was mit den Büchern geht. Bleibt dran. Beim weiteren Durchstöbern der Bücher ist uns aufgefallen, dass dort ganz viele antike Bücher dabei waren, also wirklich welche von 1800, welche vom Gutenberg Verlag, richtig gut erhaltene, krasse antike Bücher, sowas wie Napoleon, die französische Revolution von Jules Michelet, Tolstoi, Goethe, viele bekannte Namen, viele wirklich besondere Bücher, die für Sammler interessant sein können. Ich habe hier mal 3 Bücher rausgesucht, die mich auf jeden Fall geflasht haben. Hier ist zum Beispiel ein Buch Anna Karenina von Tolstoi. Da war noch eine alte Presseaussendung drin aus dem Jahr 1931, also zwischen den beiden Weltkriegen, wo die christlich-sozialradikale Schwarz-Gelbe Volkspartei zur großen Massenversammlung aufgerufen wurde. Das hat damals 30 Groschen gekostet und das Erscheinen aller Katholiken war Pflicht. Dann ist hier zum Beispiel ein Buch, das heißt Das Leben von Don Bosco. Das ist einfach von 1901, das hat einfach beide Weltkriege überlebt. Ich finde es einfach verrückt, dass diese Bücher einfach schon in Händen waren von Menschen, die theoretisch beide Weltkriege erlebt haben. Und mein absolutes Highlight ist dieses Buch hier. Wir haben hier eine Kurzübersicht über Word gefunden. Geht doch schnell, oder? Und das sind übrigens die lebenswerten Jahre. Die Napoleon-Bücher gehen hier um 390 auf eBay im Top-Zustand, der ganze Band. Ich meine, wenn wir dafür 200 bekommen, hat sich das ganze Projekt schon mal ausgezahlt. Und wir haben einfach jeden einzelnen Teil, alle 7 Stück. Der Band ist komplett. Wir schauen jetzt noch rein. Aber das könnte auf jeden Fall ein Catch sein. Das könnte ein Catch sein. Somit kam ich auf die Idee, die ganzen Bücher auf eBay zu stellen und an Sammler zu verkaufen. Das heißt, wir haben die Bücher dann sowohl auf eBay als auch auf Willhaben hochgestellt und haben wirklich schöne Produktfotos gemacht. Es kamen dann einige Anfragen rein, so nach und nach immer mehr. Und wir haben auch gemerkt, dass die Bücher, die wir hatten, wirklich wertvoll waren. Ich habe mich dann aber dazu entschieden, dass mir das alles viel zu lang ging und habe angefangen, Antiquariatshändler anzurufen. Hallo. Ich habe ganz, ganz viele alte, antike Bücher. Ich wollte fragen, ob Sie sich für sowas interessieren, beziehungsweise sowas ankaufen. Ich kann gerne Ihre Telefonnummer weiterleiten, das kann ich dabei zurückkommen. Okay. Okay, so.
und wollte fragen, ob Sie sowas ankaufen. Ja, momentan eigentlich eher weniger. Eher nicht, okay. Eher nicht, ja. Alles klar, Dankeschön. Ja, wiederhören. Eher nicht, dann halt nicht. Also da bin ich um 16.30 Uhr bei Ihnen. Super, ich freue mich. Alles klar. Ja, danke. Danke, wiederhören. Bis dann, wiederhören. I like it. So, Freunde, das ist der Abbas. Der Abbas hat heute die Ehre gehabt, die Bücher zu kaufen. Er hat einen Shop in der Kirchengasse 19, was? Jawohl. Genau. Siebter Bezirk, der heißt, Kirchengasse 19. Genau, heißt Continis. Er kauft gerne antike Bücher vor allem auf. Oder was ist seine Spezialisierung? Ja, Altwaren, hauptsächlich alte Bücher. Danke fürs Geschäft. Danke, danke für die Bücher. Gefreut. Sehr gut. Viel Freut Glück an allen Seiten. Und dann, wie gesagt, haben wir Abbas kennengelernt, Antiquariatshändler hier in Wien, der noch am selben Tag vorbeikam und sich die Bücher angeschaut hat und uns ein Angebot gemacht hat. Im Endeffekt, kurz zusammenfassend, haben wir für die ganzen antiken Bücher, wir haben die dann getrennt verkauft, also Napoleon, Französische Revolution und Brehms Tierleben, all diese Bücher, haben wir alle gemeinsam für 180 Euro verkauft. Die ganzen Romane und die ganzen anderen Bücher, darunter waren Romane, Sachbücher, andere eher nützlichere Bücher, würde ich sagen, sowas über Länder, da waren Reiseführer dabei, Wissensbücher, all sowas, haben wir insgesamt für 140 Euro verkauft. Ein Teil der Bücher konnten wir bei Momox verkaufen, allerdings haben wir dafür nur 10 Euro bekommen. Zusätzlich haben wir den Teppich für 70 Euro verkaufen können und jeder hat nochmal 100 Euro verdient bei dem Job, den wir da extra gemacht haben. Das heißt, wir hatten mittlerweile 600 Euro zusammen verdient. Natürlich muss man das nochmal durch zwei teilen. Aber das heißt, wir haben jetzt mit dem ersten Video, mit der ersten Serie, einfach von 0 Euro 300 Euro each gemacht, was unglaublich ist. Ich konnte mir das nie vorstellen. Vor allem hatte ich dazwischen teilweise echt ein richtig, richtig ungutes Gefühl und dachte, wie soll ich jemals diese Bücher wieder wegbekommen? Zusammengefasst war es aber ein voller Erfolg, also einfach so viel Geld zu verdienen aus 0 Euro mit dem Aufwand ist unglaublich. Ich bin mega, mega zufrieden und freue mich drauf, was als nächstes kommen wird. Das war es auch schon mit dem ersten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein bisschen was darüber schreibt, was ihr von dem Format haltet, ob das euch gefällt, ob ihr Ideen habt, was ihr davon mehr sehen wollt, welche Produkte soll ich resellen, was für Jobs soll ich annehmen. Alle Ideen, alle Gedanken, die ihr dazu habt, schreibt ihr mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich über alles und antworte auf alles. Und bis dahin, Peace, bis bald. Noch einen Shoutout zu machen, Max. Safe. Ich möchte meinen Freund Yara grüßen.